Es wird in dem Gleichnis von vier Personengruppen gesprochen, die sich durch eines unterscheiden: ihre Einstellung im Herzen zu Gottes Wort. Als erstes gibt es diejenigen, die das Wort Gottes hören, es aber niemals glauben können, da sie sich nicht weiter damit beschäftigen wollen oder es sofort als unwahr abtun. Es gibt kein Fundament für ein Wachstum. Als zweites gibt es diejenigen, die freudig sind, wenn sie von Gottes Wort hören. Sie lassen sich schnell begeistern und singen vielleicht am lautesten mit, weil sie Gott toll finden. Doch sobald sie versucht werden, können sie nicht standhaft bleiben. Sie wenden sich der Versuchung zu und dem Glauben ab. Dann sind noch die, die Gottes Wort gehört haben, aber von ihren Sorgen, Ängsten und ihren weltlichen Gelüsten sehr eingenommen werden, dass kein Raum für den Glauben da ist. Sie entscheiden sich dafür, dem weltlichen Geschehen ihre ganze Energie zu schenken, sodass nichts für Gottes Wort übrig bleibt. Und es gibt Menschen, die sich Zeit nehmen, um Gottes Wort zu hören und sich damit zu beschäftigen. Menschen, die Gottes Wort lieben und nicht genug davon bekommen können, die das Weltliche hinten anstellen, ihre Bedürfnisse und Gelüste für Gott zurückstellen und sich in ihrer Lebensweise an seinem Wort ausrichten, in ihrem Handeln und ihrem Denken. Sie können das von Gott in sie Gelegte anderen mitteilen und durch die Liebe, die in ihnen steht, die Augen ihrer Mitmenschen zum Leuchten bringen, für unseren Gott. Frage dich, wer oder was in dir den größten Raum einnimmt. Kann sich der Glaube in dir entfalten? Nein? Miste aus. Schmeiße Dinge raus, Dinge, die dir vielleicht lieb geworden sind, aber die niemals zu Gott führen werden. Entscheide dich, möchtest du weiter auf dem Weg gehen, der breit ist, der keine Steigung hat und den du ewig weiterlaufen könntest? Oder wählt dein Herz den schmalen, steinigen Weg, der ständig bergauf und bergab geht, bei dem augenscheinlich nie ein Ende in Sicht ist, der dich viel Anstrengung, Durchhaltevermögen kostet, der aber am Ende zu Gott führt? Aus der Saat werden Pflanzen und die Pflanzen fangen schon bald an, Früchte zu tragen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder jemand erntet die Früchte und bringt sie heim, oder die Früchte werden hängen gelassen. Bleiben die Früchte hängen, vergehen sie irgendwann. Sie fallen automatisch auf den Boden. Manche werden von Vögeln gegessen, andere bleiben auf der Erde liegen. Bleiben sie auf der Erde liegen, so beginnt der Kreis von neuem. Es wachsen neue Pflanzen und es entstehen neue Früchte. Die Parallelen zu unserem Leben als Christen sind sehr offensichtlich, sobald einmal genau über das Gleichnis nachgedacht wurde. Der Sämann ist das Sinnbild für Jesus Christus. Er verbreitet den Glauben unter den Menschen. In einigen wächst der Glaube, in anderen findet er keinen Halt. Aber bleiben wir einmal bei denen, die den Glauben wachsen lassen. Sie, wir, du, ich. Wir wollen alle den Glauben wachsen lassen, Früchte tragen und irgendwann heimgeholt werden. Wir sind aber nicht die ersten Menschen, die den Glauben wachsen lassen. Vor uns gab es so viele Pflanzen, die Früchte getragen haben. Sie alle haben darauf gewartet, dass der Sämann, also Jesus Christus, wiederkommt und diese Früchte erntet und heimholt. Noch ist dies nicht der Fall gewesen. Und viele Früchte sind wieder auf die Erde gefallen. Dies mag zunächst traurig klingen, aber sie wurden eigentlich nur wieder ausgesät. Ausgesät in die Kinder, die neu geboren wurden. Ob dort neue und weitere Früchte wachsen, wird die Zeit zeigen. Wichtig ist, dass uns eines bewusst wird. Irgendwann werden alle Früchte geerntet und heimgebracht werden. Auch von den Pflanzen, die nicht mehr auf dem Feld stehen, weil ihre irdische Zeit abgelaufen ist. Als ich mich mit dem Wort beschäftigt habe, sind mir zwei Lieder in den Sinn gekommen. Einmal ein Gärtner geht im Garten und ins Wasser fällt ein Stein. Wo es dann weiter heißt, ganz heimlich, still und leise, und ist der noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Mit beiden Liedern verbinde ich ein Bild. Einmal der kleine winzige Samen, der zu einem großen Gewächs werden kann. Und
der winzige Stein, der große und größere und ganz große Wellen schlagen kann. Doch was hat das mit uns zu tun? Unsere kleinen Taten, unsere lieben Worte, unsere guten Gedanken und Ansichten sind wie kleine Samen. Wir wissen oft nicht, auf welchen Boden wir diese aussehen und welche Wellen die schlagen können. Kleines Beispiel dazu. Ich habe vor vielen Jahren einem guten Freund mal eine E-Mail mit aufmunternden Gedanken geschickt. Ich habe sie vor 2 Wochen zurückbekommen mit den Worten: Weißt du, diese E-Mail hat mich seitdem immer wieder begleitet und aufgemuntert. Damit hätte ich nie gerechnet. Lasst uns also Säemänner und Säefrauen sein und uns damit himmlische Wildblumenwiesen erschaffen, an denen sich dann alle erfreuen können. Und zuletzt möchte ich euch noch eine kleine Strophe aus dem Lied »Kleine Tropfen Wasser« mitgeben. Kleine gute Taten, jedes liebe Wort, machen diese Erde dir zur Himmelspforte.